die Pfeiler hier, willkommen zum neuen Video und willkommen zum Patchwork-Duellturnier. Heute hier auf dem deutschen PvP-Server Patchwork. Vielen Dank an jeden, der am Start ist hier, an jeden, der gekommen ist zum Zuschauen. Das soll jetzt regelmäßig stattfinden. Alle 2 Wochen ungefähr haben wir uns überlegt und ihr könnt euch für das nächste Turnier anmelden quasi, wenn ihr auf den Patchwork PvP Discord kommt, den werde ich hier öfter mal im Chat verlinken. Da könnt ihr euch dann auch fürs nächste Turnier anmelden, was dann quasi in 2 Wochen wieder stattfinden wird. Wir haben 8 Teilnehmer und es wird quasi Best of 3 gespielt. Das heißt, man muss von 3 Duellen 2 Stück gewinnen, dann ist man quasi eine Runde weiter. Und die Teilnahmegebühr war 15 Gold für jeden. Das heißt, wir haben bei 8 Leuten einen Goldpool von 120 Gold. Und der Erstplatzierte bekommt am Ende 60 Gold, der Zweite bekommt 36 Gold und der Dritte 24 Gold. Und weil der gute Buddy gesagt hat, ey, hier, ich spendiere nochmal 50 Gold, bekommt der erste Platz quasi nochmal 50 Gold extra am Ende. Genau so. Dann zu den Regeln. Wir haben im Grunde genommen relativ einfache Regeln, weil wir so, wie gesagt, in der Vergangenheit gemerkt haben, ey, wenn man es zu kompliziert macht, haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Deswegen, es kann im Grunde genommen alles verwendet werden, außer folgende Dinge. Jegliche Tränke, die euch irgendwie heilen könnten, heißt auch keine Fellwood-Pflanzen und so weiter. Es dürfen keine Gesundheitssteine verwendet werden vom Warlock. Und es dürfen keine Goblin-Zapper-Charges vom Inji verwendet werden. Das sind eigentlich die Regeln. Das heißt, es sind alle anderen Granaten erlaubt, alle anderen Tränke. Ihr könnt euch von mir aus einen Flask reinballern, wenn ihr eh schon Witch seid, irgendwie, keine Ahnung, also vielleicht werden wir beim nächsten Turnier auch nochmal ein paar Sachen ändern, wenn jetzt hier wirklich Leute anfangen, irgendwie mit Titanflask und so weiter, aber mal gucken. Und genau, die ganze Geschichte wird immer hier auf Twitch übertragen und findet momentan, wie gesagt, nur auf Ali-Seite auf Patchwork statt. In Zukunft vielleicht auch mal mit Hordlern, aber momentan erstmal mit Alis hier nur. Genau, so. Dann würde ich sagen, die Teilnehmer vielleicht mal alle in einer Reihe hier vor dem Zaun vielleicht mal aufstellen. Genau so, dann können wir hier quasi, haben wir dann hier immer ordentlich Platz auch für die Duelle auf der Seite. Genau, wir haben einmal quasi Bargosh, der heute mitmacht, ein Schurke. Dann Bexel, noch ein Schurke hier drüben. Auch relativ gut equipped, wenn man das so erkennen kann. Dann ich werde teilnehmen, damit wir 8 Leute haben, Leute. Wenn Duelle verloren werden und so weiter, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Also wenn Duelle verloren werden wegen Out of Range und so weiter, werde ich gleich noch drauf eingehen. Dann haben wir hier einen Magier, der gute Fire Mage, macht auch mit Mortiso einen Warlock. Ich glaube, er ist nicht Soulink, ja, von daher, weil alle meinten so, Soulink gewinnt eh, gucken wir mal. Tarsus ist wiederum, nee, weiß auch nicht, ist überhaupt jemand von euch Soulink? Keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Und ein guter alter Retri, Leute. Ein Retri ist auch am Start. Ich bin auf jeden Fall gespannt an der Stelle, wer hier quasi am Ende gewinnen wird. Genau, es sind eigentlich alle Sachen erlaubt, außer Heal-Tränke, Elwood-Pflanzen, Gesundheitssteine und Goblin-Zapper-Charge. Alles andere ist erlaubt. So. Dann haben wir quasi die ersten beiden Kontrahenten an der Stelle, die hier ein Duell bestreiten werden. Und zwar sind das der Fire Mage. Einmal bitte hervortreten, einmal bitte hier hinkommen zur Duellfläche. Würde ich schon ein bisschen mehr in die Richtung hier. Und dann hier auch. Einmal der Bargosh, genau. Genau, wir werden am Ende auch noch ein paar Leute ins Discord reinholen und die dann interviewen, aber das werden wir erst am Ende machen, so in den Top 3 oder so. Genau, dann würde ich sagen, also wie gesagt, nach dem, der hat quasi den Raid verlassen, nach dem Duell haben die 1 Minute Pause, ich mache hier Stoppuhr an, und dann findet direkt das nächste Duell statt, damit sie nicht 100 Jahre regen können, ne? Erstes Duell beginnt. So, ja, wir haben Fire Mage gegen einen Schurken. Tendenziell würde ich erstmal sagen, Mage gewinnt, also hat im Prinzip immer sehr gute Chancen gegen den Mage, gegen den Schurken. Aber als Fire, bin ich mal gespannt, ehrlich gesagt. Also. Okay, er öffnet hier mit Ambush. Nee.
Nicht genau kannt, ich glaube mit Ambush. Okay, er ballert hier recht viel rein gerade. Sheepshot hat keine Free Action Potion gezündet. Hier kommt die Nova. Er versucht zu schieben und bekommt den Sheep durch, blinzelt weg. Macht Versengen, okay, versucht relativ viel Schaden zu machen. Er ist nicht geslowed gerade, da hätte er vielleicht irgendwie mit Rang 1 Frostbolt slowen sollen, gerade an der Stelle. Stimmt, ich kann auch die Ingame-Shop-Bow anmachen, sehr gute Idee. Und da gewinnt tatsächlich der Schurke das erste Duell, hätte ich nicht gedacht. So, wir machen hier direkt, wo ist denn die scheiß Stoppuhr hier unten? So, Stoppuhr an und wir haben jetzt quasi genau eine Minute, bis das nächste Duell gewinnt. So, GG. So, dann invite ich den Schurken wieder. Ja, hier hätte der Magier vielleicht etwas mehr kiten sollen und nicht so fett direkt auf Schaden gehen sollen. So, wir haben noch 30 Sekunden bis zum nächsten Duell. Machen wir bitte die Lebensbalken über den Köpfen an. Ja, Moment. Habe ich mir irgendwo so, ne? Okay, ja, gerne. Okay, Leute, 15 Minuten, 15 Sekunden. Ich bin, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen lost, Leute. Ne, ihr wisst Bescheid. Das erste Mal, dass ich das hier alles gerade mache. So, das nächste Duell kann dann beginnen. So, ihr könnt euch herausfordern und anfangen an der Stelle. So, zweite Duell beginnt. Er macht Mana Shield ab, um ein bisschen weniger Schaden zu kassieren am Anfang, denke ich. Macht hier wieder Blizzard, versucht ihn aus dem Stealth zu holen. Und ich habe gerade eben nicht gesehen, ob der Schurke mit Ambush geöffnet hat oder nicht. Gucken wir gleich nochmal. Würde ich aber prinzipiell eigentlich als Dagger-Schurke immer empfehlen, mit Ambush zu öffnen. Oh, ich glaube, ja, das war deutlich ein Ambush an der Stelle. Er ist halt fast direkt oben mit der F. Hier die Granate gerade und die Free-Action-Potion. Und da ist er auch schon down und auch noch der Proc von seiner Waffe. Und ja, Leute, wie gesagt, Free-Action-Potion an der Stelle erlaubt. Ja, Leute, das heißt an der Stelle, Bargosh geht direkt eine Runde weiter. Und Fire Mage ist an der Stelle draußen. Schönes Duell, wie gesagt. Ist natürlich, ja, ist, kann man drüber überlegen, ob jetzt Free Action Potion okay ist oder nicht. Muss man immer drüber nachdenken, aber kann man auf jeden Fall auch gewinnen mit dem Mage. Muss man halt nur ihn schieben oder vielleicht auch den Goblin Rocket Helm verwenden. Dann haben wir Babu und Bexel. Also, wir gucken uns gerade nochmal das Gear an. Okay, die haben schon losgemacht. Okay, Bexel öffnet hier mit relativ viel Damage, rückt er ihm rein, macht Expose Armor, damit er hier weniger Rüstung hat. Sehr gute Taktik gegen Krieger generell immer zu empfehlen. Macht dann hier direkt Blind und eröffnet nochmal neu mit Ambush, glaube ich. Der Nierenhieb wird hier widerstanden und da kommt der Gouch. Und da kommt wieder der Backstep hinten rein. Babu ist hier quasi mit Einhand und Schild gestartet, immer zu empfehlen gegen Schurken eigentlich. Kassiert man ein bisschen weniger Schaden am Anfang, macht hier den Demo-Shout, kann ihn aber nicht aus dem Stealth bekommen. Und sieht gut aus, sehr, sehr gut aus für Bexel hier, sich direkt das erste Duell zu holen an der Stelle. Und Babu zündet noch die Fab. So, weiß nicht, ob das aus Versehen war. Hätte ich vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr unbedingt gemacht, kam ein bisschen spät. Also die hätte man, also die hätte ja theoretisch gesehen auch direkt am Anfang schon zünden können. Ja, aber trotzdem. Genau, das erste Duell geht an Bexel an der Stelle. So, wir starten die Stoppuhr. Eine Minute bis zum nächsten Duell. So, dann gucken wir hier nochmal das Gear vielleicht vom Schurken an, auch interessant. Kurz stehen bleiben, Leute, damit ich euch mal inspecten kann. Bitte noch nicht annehmen an der Stelle. So, wir haben zwei T2-Teile. Ja, ist full epic, ne? Hier ein paar blaue PvP-Teile, den AV-Ring, Vision's Blade von Raggi, sehr gut Offhand. Und wie gesagt, der Krieger hatte, glaube ich, auch relativ gutes Gear. Der dämliche Inspect-Bug nervt auch mega, ne? Die Leute hier nicht
Meine Fresse. So, hier haben wir einmal die Edge Masters Handguards. Nee, Quatsch. Die, wo man nicht entwaffnet werden kann. Sind das genau. Wir haben nur das gleiche Tooltip. Ja, auch brutales Gear. Also ich würde sagen, wie gesagt, Wechsel hat, glaube ich, jetzt keine Cooldowns mehr. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, jetzt der Krieger hat jetzt die leichten Vorteil, weil der Shulk jetzt nicht mehr so viele Cooldowns haben sollte. Aber wir gucken mal rein. Er öffnet hier mit einem Sheepshot. Wieder mit Rüstungsschwächen. Und direkt wieder der Blind. Okay. Und nimmt wieder den Recess mit an der Stelle. Und ich beginne. So. Trinket hier vom Kidney geused. Dann kam der Gouge direkt hinterher. Und jetzt kommt die Granate auch noch, hat getroffen und jetzt wird direkt wieder versucht, viel Schaden reinzumachen. Da kommt der 4, wird aber direkt Trinket used. Verband kann nicht geused werden an der Stelle. Und ja, scheint, als würde Wechsel sich hier. Oh, da kommt der Crit. Oh, okay. Und kriegt er ihn noch down? Ist übel, ne? Also Krieger zum Teil. Okay, er ballert ihn hier richtig weg gerade. Hätte nicht gedacht. Okay. 1-1 steht's, Leute. Übrigens beide auch relativ, ja, ganz gut hier, was andere Sachen noch angeht. An Mungo am Start hier. Bexel hat hier auch Mungo am Start. Firewater und auch, ja, beide haben hier so ein bisschen kleinere Consumables gezogen dafür, ne? Ist keiner mit einer Titan Flask angekommen, finde ich ganz entspannt eigentlich. So hat man schon einen kleinen Vorteil, aber muss halt nicht unbedingt dann auch immer wie hier übertrieben sein, ne? Genau, so, dann Verbände sind erlaubt, richtig, ja. So, auch so, wir haben jetzt einfach, ja, es ist ungefähr eine Minute gewesen, würde ich sagen. Ich würde sagen, ihr könnt starten. Jo, dritte Duell und vielen, vielen Dank, Ra. Moin an dich. Danke dir für den Sub. Moin, moin, wie geht's dir, moin? Das heißt, ja, wer das Duell gewinnt, kommt quasi in die nächste Runde und ist dann quasi eine Runde weiter. Vielleicht sollte ich mir das auch mal aufschreiben, damit ich es nicht verraffe. Ja. Alles perfekt vorbereitet hier natürlich. So, und go. So, wer ist jetzt weiter? Bargosch ist weiter, ne? So. Gut, er geht hier wieder in Death-Haltung. Diesmal mit Sheepshot, die Öffnung vom Schurken wieder. Versucht wieder relativ viel Schaden reinzuballern. Dann der Kidney direkt hinterher. Und die Granate, die auch nicht widerstanden wird. Und jetzt kommt der Intercept hinterher. Ja, er kann ihn noch intercepten. Aber direkt den Gouge, der Berserker Rage. Und ja, es ist halt einfach übel, ne? Wenn man den Krieger nicht kontrollieren kann und nichts mehr irgendwie hat, um ihn davon abzuhalten, Schaden zu machen. Wie seht ihr schon, dann drückt der Krieger einfach übertrieben und es war nochmal relativ knapp am Ende, aber dann war auch die Fab wieder ready von Babo und er geht hier tatsächlich eine Runde weiter und das schreibe ich auch direkt mal auf. So. So. Ja, hätte ich nicht gedacht, Leute. Also am Anfang sah es ja wirklich relativ einseitig aus, aber er ist hier tatsächlich eine Runde weiter. So, damit wird Wechsel wieder eingeladen. So, dann bitte einfach mal alle rollen, die noch kein Duell hier heute gemacht haben. Die Idee finde ich gut, mal was anderes und Interessantes. Jo, Naxul, freut mich. Moin, moin. Ja, ich habe das schon so lange geplant mit dem Duellturnier, Leute. Ne? Es wurde immer wieder verschoben wegen irgendwelchen Sachen. Ja. Haben wir schon so lange geplant eigentlich. So, und zwar, jetzt muss ich glaube ich auch langsam mal rollen, weil sonst macht es glaube ich keinen Sinn. Okay, das heißt, die nächsten Teilnehmer wären dann Xor Karin gegen mich. Okay, Leute. Ach ja, also wie gesagt, ich hätte es eigentlich gerne vermieden, dass ich jetzt auch heute hier teilnehme. Nicht, weil ich nicht gerne Duelle mache, aber einfach, weil ich natürlich mich aus Carsten gerne konzentriert hätte.
Aber dadurch, dass wir quasi einfach jetzt hier nicht genug Teilnehmer einfach hatten. Ja, danke dir, Buddy, für die Fab. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, Xor-Karin, du hast auch ein paar Fabs am Start. Die sind nämlich erlaubt. Ich hab dir schon gesehen, okay, jetzt auch einige Consumables am Start. Mal gucken. Habe ich irgendwas hier, was ich noch nehmen kann? Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, ich will eigentlich auch so im Idealfall. Ich entferne ihn gerade nochmal aus dem Raid. Im Idealfall will ich natürlich nicht gewinnen, weil ich. Natürlich, es wäre ein bisschen blöd, weil ich mein eigenes Turnier hier gewinnen würde, aber ich mache einfach mal und. Ja, mache einfach mal das Duell gegen den Retri-Paladin, Leute. Wow, schon. Habe ich hier überhaupt alles richtig? Ja, wir machen einfach mal. Wir gucken einfach mal. Gerade echt etwas laut. Das, ja, das ist halt schon auch ein enormer Vorteil mit der Fab gegen den Paladin. Ne? Das ist, vielleicht müssen wir die Fabs das nächste Mal verbieten, bin ich mir noch nicht sicher. Aber ist natürlich schon ein enormer Vorteil. So, dann, ich weiß gar nicht, ob er, oh, er schon eine Fab gezogen hat. Eieieiei. Okay, das war schlecht gerade, muss ich zugeben. Ah, macht er echt gut mit der Weihe hier, ne? Problem ist, gleich kommt sein Stun noch. Und dann, oh. Wenn uns Retri auf einem ballert, so. Ah, nein, nein. Ah, GG, ey. Schönes Duell. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir eine Minute bis zum nächsten Duell. Und wir machen hier mal den Timer runter. Moin, moin, Mekarion. Moin, moin. Und moin, Conny. Wie geht's euch? Moin, moin. Ja, Leute, wie gesagt, ich würde auch gerne Mucke spielen im Hintergrund, so ganz entspannt, aber ich will das Turnier bei YouTube hochladen. Und das ist halt ein bisschen problematisch mit. Nur mit Copyright, wenn ich halt fette Mucke hochlade. Von daher werden wir uns heute nur die Klänge von Elwin hier anhören an der Stelle. Gut, dann, ja, ich würde sagen, wie gesagt, ich muss auch hier nicht extra noch warten. Fangen, ne, wir haben jetzt 43, 45 Sekunden. Bei einer Minute mache ich dann Go. Es sei denn, Karin möchte genau auf die eine Minute warten, können wir auch machen. Ja, Leute, man könnte natürlich auch noch mit Mindnump auf der Offhand arbeiten unter Umständen. Man kann das nicht so leicht hochheilen, aber ja, ich fange mal an. Guckt ihn euch an, den Retri. Guckt ihn euch an. Was, Meme-Spec? Guckt ihn euch an. So, und dann ist der Retri eine Runde weiter, Leute. Und ich bin draußen. Ich bin draußen. Ja, wäre auch blöde gewesen, wenn ich mein eigenes Turnier hier noch so lange weiter beschritten hätte. Und, ja, schwierig. Ich glaube, das erste Duell hätte ich auf jeden Fall gewinnen können, glaube ich.
Jetzt beim zweiten hätte ich auch dann noch ein bisschen was anderes machen sollen. Ich hätte auch direkt vielleicht blenden sollen danach, war alles ein bisschen. Ist schwierig, einfach gegen Retri ohne Free Action Potion. Hätte ich vielleicht direkt wieder zünden sollen an der Stelle. Kannst dir die Fabs weitergeben. Ja, wer keine Fabs hat, tradet mich gerne. Genau, dann haben wir jetzt so, ihn invite ich wieder. Und dann haben wir nächsten Teilnehmer. Mortizo gegen Tarsus. Ja, Double Warlock, Leute. Tatsächlich, okay. Wir haben einen Warlock gegen einen Warlock. Bitte mal die beiden Teilnehmer herkommen. Genau, hier haben wir einmal Tarsus. Wir schauen uns gerade mal das Gear an. So, Tarsus hier, wie gesagt, ich glaube, beide sind nicht Soul Link. Oder haben sie hier einen Soul Link am Start? Nicht? Ist ja, oh, ist ja sehr vorbildlich. Kein Soul Link Warlock hier am Start. Hätte ich nicht gedacht, ey. Sollen wir die Fabs nicht in der nächsten Runde rausnehmen? Jetzt können wir die Regeln auch nicht mehr ändern während des Turniers. Vargosh, ich kann dir gerne mal gleich traden, ja? Ich trade die gleich, Moment. Also, ne, relativ gut equipped Tarsus auf jeden Fall. Viele Epics am Start. Okay, okay, dann hier der Stab ist noch blue, okay, aber es kann sich auf jeden Fall schon sehen lassen, das Gear, würde ich sagen. Schauen wir auch nochmal bei Mortizo rein. Er hat hier eher PvP-Gear am Start. Was. Oh, okay. Briarwood Weed, okay, ja. Also vom Feeling her würde ich sagen, dass er jetzt gerade hier bei einem PvP-Event vielleicht das leicht stärkere Gear hat, auf jeden Fall, Mortizo. Haben aber ungefähr gleich viel HP. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich bin gespannt, Leute. Warlock gegen Warlock. Beide haben schon den Fellhunter am Start hier. So, er versucht direkt zu casten, wird direkt gesilenced. Fängt sich hier den Deathcall ein und Tarsus, was macht er? Ja, beide machen Feuerbrand gerade. Okay, Spellstone wurde hier gepoppt von Mortizus. Auch erlaubt übrigens. Gesundheitsstein nicht, aber Spellstone dafür. Und ja, Tarsus versucht es hier gerade nochmal hochzurängen mit Life Leech, geht aber down an der Stelle. Ja, wie gesagt, weiß nicht, wie man den Spec nennt vom Warlock hier. Ich mach mal den Timer an. Wie Ruin, irgendwas auf jeden Fall. Beide auf viel Schaden ausgelegt, die Specs mehr oder weniger und nicht irgendwie so auf 100 Jahre rumeiern mit Soul Link. Beide holen hier ein anderes Pet, okay. Conflag, okay. Mortizo, nee. Mortizo bleibt anscheinend beim Fellhunter und also, entscheidet sich hier für den Succubus, Leute. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon die Fans am Start. Conny, Go, Tarsus und Lian ist für Morty, okay. Zack, noch kurz warten. Bitte noch 20 Sekunden warten, bevor ihr anfangt. Okay. Das wäre schon gut, wenn wir dann auch immer hier auch die Minute einhalten, weil ja dann auch wirklich alle die gleichen Bedingungen haben wollen. Und wenn wir hier eine Minute erreicht haben, könnt ihr quasi mit dem nächsten Duell beginnen. Wann sehen wir dich im BWL? Mal gucken, mal gucken. Eventuell relativ bald schon. Die Succubus ist mies auch gegen Schurken. Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, ihr könnt anfangen. Ah, was wird er jetzt machen mit der Succubus? Okay, er wird ihn seducen und wie das halt wahrscheinlich immer seduce Shadow Bolt, keine Ahnung, mal gucken. So, er ist auf jeden Fall hier schon seduced. Ich weiß nicht, ob der Warlock damit rauskommt mit der Insignie. Er hat sich auf jeden Fall mit seinem Pet hier selber dispelled an der Stelle. Clever schon mal, okay. Und jetzt wird er wieder hier. Okay, er kommt mit Trinket raus, okay. Gut, das ist natürlich auch dann heftig. Dann bringt, sag ich mal, Succubus nicht so mega viel was. Tarsus geht hier auch mehr oder weniger. Ja, echt hart down gerade. Kassiert hier noch den Nightfall Bock. Und ja, 2 zu 1 für Mortizo. Und trotzdem, Shoutout an Tarsus. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie gesagt, also Leute, hier sind jetzt auch nicht die absoluten PvP-Cracks dabei, die unbedingt mitmachen wollten. Natürlich auch einige Leute, die einfach Bock drauf hatten, irgendwie hier bei dem Event mitzumachen, das so ein bisschen zu promoten. Und von daher, ja, vielen, vielen Dank, Tarsus, auf jeden Fall fürs Mitmachen an der Stelle. So, Mortizo geht eine Runde weiter. Hier wieder direkt profimäßig aufgeschrieben. So, und dann haben wir, ach so, Doc Haken ist ja auch eine Runde weiter. Hat mich ja weggeballert eben.
Gut, dann bitte. Alle rollen, die eine Runde weiter sind. So, bitte alle mal rollen. Also zur Info, wir haben jetzt noch 4 Teilnehmer. Und 3 Stück von diesen Teilnehmern gerade werden auf jeden Fall Gold bekommen. Das heißt, die jetzt eine Runde weiter sind, obwohl, nee. Muss ich mal gucken, vielleicht stimmt's auch nicht, aber auf jeden Fall, wir nähern uns dem Gold. So, das nächste Duell ist dann Xorkaren gegen Bargosch. Retri gegen Schurke, Leute. Da, wo ich eben gerade schon gefailt habe, bitte beide Duellanten vor mich kommen. Und ja, ihr könnt eigentlich direkt anfangen, wenn ihr ready seid. Wie gesagt, wir haben das Gear uns schon angeschaut. Beide relativ gut equipped, ne? Bargosch hier, Dagger. Schurke mit ja, relativ guten Waffen und fast Full T1 mehr oder weniger. Xorkaren hier auch so das Standard Retri-Gear. Ich glaube, T1 ist ja gar nicht mal so schlecht für einen Retri, manche Teile, obwohl er hat hier nur einen Teil an, okay. Aber ne, er hat schon sehr gutes Retri-Gear, auch 2 PvP-Teile, Alterac, 2 Handwaffe. Sollte auf jeden Fall laufen bei ihm. So, wir gucken mal rein, was der Schurke hier besser machen wird als ich vielleicht. Moin TJ, moin moin und moin, grüßt euch. So, es geht hier weiter. Und ich bin gespannt. Also wie gesagt, das Weihe platzieren hat er gegen mich schon gut gemacht. Da war ich auch oftmals ein bisschen zu voreilig und wollte schon wieder an ihn raneiern. Dann hat er schon die Weihe wieder hingemacht. So, Cheapshot, dann kam direkt Dieseltee. Das Stand vom Retri und es ist halt übel, ne? Babel und... Na, er hielt sich nochmal auf Safeness vorher, okay. Und holt ihn direkt wieder raus mit der Weihe. Oh, und der Hammer. Ah, und der Retri hat direkt schon Xorkaren hier. Erste Duell für sich entschieden. Okay, er hat natürlich auch, wir machen jetzt auch wirklich eine Minute. In einer Minute machen wir wirklich weiter, weil es jetzt auch relevant ist, einfach wegen den Cooldowns, ne? Damit die Leute nicht immer ihre ganzen Cooldowns dann wieder ready haben. Geiles Turnier, geile, coole Aktion. Xonat, der Barbo, danke dir, vielen, vielen Dank, moin. Gibt es einen Turnierbaum? Nein, leider jetzt nicht. Wie gesagt, ist alles relativ, ja, noch nicht perfekt gemacht, sage ich mal. Das ist das erste Turnier und da haben wir jetzt noch keinen Turnierbaum. Das nächste Mal wird es das aber auf jeden Fall geben. Genau, es wird auch das nächste Mal wahrscheinlich nicht Sonntagnachmittag stattfinden, sondern Dienstagabend, weil ich auch einfach gemerkt habe, viele gehen heute noch raiden, sind noch PvE gespeckt und so weiter und so fort. Ohne gute PvP leider nicht so geil. Finde ich nicht unbedingt. Wie gesagt, ich finde es einfach generell mal cool, dass so eine Events hier stattfinden. Und ne, es ist halt einfach, sind auch einige gute Leute dabei, finde ich. Und wie gesagt, beim nächsten Turnier werden dann vielleicht auch noch mehr PvP-Spieler mitmachen. Okay, ihr könnt anfangen. So, der Schurke ist schon wieder unsichtbar. Und wird wahrscheinlich wieder mit dem Sheepshot hier eröffnen an der Stelle, denke ich mal. Wie lange streamst du heute? Mal gucken, bis um 8 Uhr wahrscheinlich. Um 8 Uhr. Nach dem Turnier nochmal kurz Pause und dann geht's weiter. So, ja. Sheepshot into Gouge. Er zündet hier Evasion direkt, wird aber gestunt. Kommen ja leider durch Evasion durch. Und, okay, Retri bekommt hier relativ viel Schaden. Ist schon mehr oder weniger down, bekommt ihr aber den Heal nochmal durch. Hat, glaube ich, keine Bubble ready. Granate trifft leider nicht. Irgendwann nochmal der Gouge into Kidney. Und da kommt Dings, Bob. Und jetzt kommt die Free Action Potion von Bargosch. Hätte er vielleicht etwas früher noch zünden können. Oh, aber er schafft er den Paladin ja tatsächlich noch down zu bekommen. Tatsächlich, okay. Es steht 1-1, Leute. Das bedeutet, wir haben eine dritte Runde. Und ein weiteres Duell zwischen den beiden hier. Ja, bin mal gespannt. Also das wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte.
es gibt eine Turnierseite, wo du Leute, Teams und den Modus eintragen kannst und dann wird das random ausgelöst und ein Turnierbaum erstellt. Ich glaube, ich kenne die Seite, Ra. Kannst du die mal rein verlinken? Aber ich glaube, ich kenne die. Ja. So, jetzt werde ich mal, weil ohne Scheiß, Leute, ich mache das jetzt hier nicht einfach nur so for fun, ne? Wir wollen auch einfach langfristig hier wirklich auf Patchwork dieses Duellturnier durchführen und deswegen wäre es halt echt mega cool. Und es geht auch nicht nur darum, jetzt bei dem Turnier hier mitzumachen, ne? Geht auch einfach darum, dass hier so eine richtig coole Duell-Community auf Patchwork entsteht. Deswegen gerne mal auf den Discord kommen. Da gibt es einen Community-Bereich. Ja, wenn ihr auf Discord, wenn ihr auf Patchwork Ali spielt oder auch Horde, könnt ihr gerne da drauf kommen, könnt euch zu Duellen verabreden. Es gibt da einen Kanal, wo ihr euch quasi zu Duellen verabreden könnt. Und ihr könnt euch dort auch für das nächste Duellturnier anmelden. Ist aber noch nicht freigeschaltet, die Anmeldung. Da seht ihr nur quasi die Anmeldung für das heutige. Es wird aber nach dem Turnier hier freigeschaltet, dann könnt ihr euch für das nächste Duellturnier anmelden. Das wird am 11. Februar stattfinden. Genau so, macht bitte Go. Wir haben die eine Minute schon überschritten, stimmt. Und nur an der Stelle, kommt gerne auf das Discord drauf. Das ist quasi ein Community-Discord von dem Patchwork-PvP-Server. Da kann jeder drauf kommen, der bei dem Turnier mitmachen möchte das nächste Mal. Oder einfach hier Leute für Duelle finden möchte. So, die Weihe liegt. Paladin rennt hier wieder umher. Ich weiß nicht, ob er Perception anhat gerade. Und ich gehe mal ein bisschen zu nah dran, glaube ich. Das ist auch nicht so angenehm, glaube ich, für die Leute dann. Ja, ich weiß nicht, ob Bargosch hier gerade noch ein bisschen auf die Cooldowns wartet. Wie gesagt, so eine leichte Taktik, mal so ein bisschen abwarten, ist erlaubt. Es darf aber nur nicht zu krass werden. Also wenn jetzt Bargosch hier zu lange wartet, dann würde er auch das Duell dann irgendwann verlieren. Hier macht er aber Go mit einem Sheepshot, okay. Und direkt in die Granate rein und wird hier aber wieder gestunt. Beide auf 50% momentan. Oh, das ist halt einfach übel, was ein Retri drückt, ne? Das ist, ja, und da ist er schon wieder down. Ja, Leute. Karin geht hier tatsächlich in die nächste Runde. Und das bedeutet... Oh, ich schreibe die Decken auf hier. So, Karin ist eine Runde weiter. Also muss sagen, der gute Retri-Paladin schlägt sich echt wacker hier gerade. Genau, dann bitte. Jetzt haben wir, genau, Bebo gegen Mortiso. Krieger gegen Hexenmeister, Leute. Was meint ihr denn? Wer wird gewinnen? Jetzt wird es hier langsam schon ein bisschen spannender. Ich finde auch, beide haben sehr, sehr gut gespielt in ihren Duellen. Wir haben sehr gut equippten Krieger hier. Es ist zum Teil nicht so einfach mit dem Warlock. Wie gesagt, beide dürfen hier hochregen natürlich, bevor das Duell beginnt. Und was sagt ihr so? Also es ist kein Souling-Warlock, hat hier allerdings den White Walker draußen, den er wahrscheinlich opfern wird, wenn er zu viel Schaden kassiert. So, Bebo Charge rein, bekommt direkt den Death Coil, aber er fiert nicht Mortise, sondern er geht direkt auf Full Damage. Okay, auch interessante Wahl. Und er geht einfach echt auf Full Damage. Mit Searing Pain hat nur einen Dot gerade ab. Hat sein Pet geopfert, aber es ist unglaublich, was der Krieger dann noch drückt an der Stelle. Er kommt den Feuerbrand nicht mehr durch. Hätte er sich vielleicht eher auf den Life Leech hier, für den Life Leech entschieden, aber es reicht tatsächlich. Und die Dots ticken durch und Bebo verliert sehr, sehr knapp das erste Duell. Da hätte noch ein Execute durchgehen müssen, dann hätte er hier das Turnier, das Duell an der Stelle gewonnen. So 1-0 für Mortiso. Ja. Hätte ich nicht gedacht, also kam sehr, sehr viel Schaden gerade rein. So, jetzt, achso, Moment, Leute, Moment, sorry. So, bitte noch kurz warten, wir warten jetzt noch bis 45, dann ist ungefähr eine Minute und dann geht's nächste Duell los. Über noch etwas und am Gear wird gearbeitet, dann komme ich auch mal weiter, eventuell, solange der Schwarz an erster Stelle steht. Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Ist das erste Turnier, also Regeln über Regeln kann man nochmal nachdenken und die Erfahrung wächst auch bei den Teilnehmern sowie den Veranstaltern. Ja, wie gesagt, Leute, ne, es ist einfach nur for fun heute irgendwie überwiegend und es ist einfach mega cool, dass die Leute überhaupt mitmachen, ihr Gold dafür und auch vor allem ihre Zeit dafür geopfert haben, hier heute mitzumachen. Und okay, ihr könnt anfangen. Von daher ohne Kack. Es geht schon los, Lil Drip, richtig.
Moin Moin, grüß dich. Wir sind schon relativ weit tatsächlich. Also, wer dieses. Im Moment, warte mal. Das ist das erste gewesen. Ne, genau. Also, der Warlock führt mit 1-0 momentan. Er hat jetzt hier den Imp draußen. Geht also auf noch mehr Damage. Okay. Das funktioniert aber gerade nicht so wirklich. Und der Krieger zirkt sich hier gerade. Okay, bekommt den Death Call gerade noch rein? Ich dachte gerade schon. Oh, da kommt der Intercept, bevor der. Shadow Ball durchgeht und Bebo holt sich hier tatsächlich auch ein Duell an der Stelle und steht es 1-1 und wir kommen zum letzten Duell. Keine Splitter mehr, Mortiso. Ah, shit, keine Schadens mehr. Ich habe mich schon gewundert, warum er sich hier für den Wichtel entschieden hat an der Stelle. Okay, das ist natürlich. Ja, wollen wir dann, würde ich sagen. Natürlich jetzt die Frage, ob wir ihm erlauben, einen Schaden zu machen. Kann man im Duell überhaupt einen Schaden machen? Weiß ich gerade gar nicht. Na geht, er will nicht, dann go. Geht im Duell nicht, okay. Nee, dann go, Leute. Dann go, dann go. Nur ein Retail, lol. Da sind wir hier nicht. Da sind wir nicht. Oh, okay, und Bebo zündet hier nach Recklessness an der Stelle. Da hätte ihm dann der White Walker auch nicht viel gebracht. Okay. Also Bebo hat auf jeden Fall Bock gehabt, eine Runde weiterzukommen. Okay, das bedeutet, Bebo ist eine Runde weiter. So, alles profimäßig, das heißt. Füße ist auch draußen. So, dann haben wir nochmal, bevor wir zum Finale kommen, haben wir noch das Duell um Platz 3. Und zwar bitte einmal Bargosch und Mortiso nochmal herkommen. Genau, ja, Leute, also das heißt, wer hier quasi gewinnen wird, Moment, 24 Gold bekommen, immerhin. 24 Gold, Leute, das ist doch schon mal was Feines. Ist natürlich jetzt bitter, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte schon schön gefunden, wenn Mortiso hier auch an der Stelle jetzt noch Chance am Start gehabt hätte. Etwas blöde gelaufen für ihn, vor allem weil er halt auch nicht Soulink ist. Ne? Wenn er Soulink wäre, hätte ich gedacht, okay, gut, da ist er eh schon mehr oder weniger OP, aber ohne Soulink-Spec hätte ich schon ganz schön gefunden, wenn er hier auch den Leerwandler gehabt hätte, gerade gegen die ganzen Schurken und Krieger. Aber wir können es jetzt leider nicht mehr ändern. Ja, Bargosch ballert hier sehr viel gerade rein, Gouge into Kidney Shot into DCT, glaube ich, und dann ausweiten und. Da kommt nochmal der Keul, der 4. Okay, es wird doch nochmal. Okay, nee, da wurde aber Trinket schon direkt geused, glaube ich, von Bargosch. Und er holt sich hier direkt das erste Duell. Und 1-0 für Bargosch. So. Eine Minute warten wir wieder. Dann machen wir weiter. Finde Nachtelfmage irgendwie komisch. Auf Retail, ja, das stimmt. Da könnte ich mich, glaube ich, auch nicht unbedingt mit anfreunden. Oh, 30 Sekunden noch, dann geht's weiter. Glaube aber, in Retail macht es nicht so den Unterschied, ob die Rassenfähigkeiten und die Rassenfähigkeiten sind nicht so entscheidend. Das weiß ich nicht genau, das weiß ich nicht genau. So. Ja, ihr könnt dann eigentlich anfangen. Wir sind ungefähr eine Minute, haben wir jetzt gewartet und Motiso steht hier wieder mit dem Imp bereit und wartet auf den guten Bargosch, der auch Go macht mit Sheepshot wieder. Dann kommt direkt die Granate hinterher, into Kidney Shot und into Gouge. Und ich glaube, er hat Blind auch noch ready, also das sollte eine relativ
Oh ja, üble Nummer werden hier an der Stelle. Bargosch holt sich das Duell. Und vielen Dank an Mortiso fürs Mitmachen und danke auch an Bargosch. Beide wacker geschlagen hier. Und Bargosch bekommt natürlich, damit wir auch hier. Obwohl, nee, das machen wir dann gleich. Machen wir gleich bei der Siegerehrung. Bekommt er dann das Gold überreicht. Also Bargosch kann sich gerne schon mal hier hinstellen. Hier wird dann gleich die Siegerehrung stattfinden. Da bekommst du dann deine 24 Gold. So, dann haben wir ein relativ unerwartetes Finale an der Stelle. Und zwar haben wir Bebo versus Dorkaren. So, und zwar haben wir hier. Dorkaren kommt hier mit dem RP-Walking rein. Die beiden Kontrahenten stehen sich gegenüber, Auge in Auge. Wir haben hier den epischen Krieger und hier den ruchlosen Paladin. Wer wird gewinnen, meine Freunde? Beide Kontrahenten verbeugen sich noch einmal, bevor sie für immer in Feindschaft auseinandergehen. Und das erste Duell kann auch direkt anfangen. Ich bin wirklich gespannt, ob hier einer auch die Free Action Potion direkt poppen wird an der Stelle. Finale, Leute, nochmal Poggers in den Chat. Das große Finale. Wir sehen hier, oh, der Paladin wird direkt entwaffnet, zündet die Free Action Potion. Bebo ballert hier alles rein momentan und crittet, bevor die Bubble gezündet werden kann. Gute Nacht an der Stelle, okay. Okay, das war auf jeden Fall eine Ansage. Das war so dieser andere Crit. Alge, 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 ja. Knossi-Fans sind auch am Start. Moin. Okay, das ist natürlich, also das ist jetzt mega bitter. Jetzt bitte auch wirklich eine Minute warten, bevor wir weitermachen, Leute, weil im Finale möchte ich auch hier dann wirklich, dass es auch wirklich mit rechten Dingen zugeht. Der Gewinner bekommt hier, wie gesagt, 111 Gold. Nicht gerade wenig, von daher, ja, wäre es schön, wenn wir hier auch auf jeden Fall die eine Minute warten und ein sehr, sehr schönes Duell noch haben an der Stelle. Bin mal gespannt, wie gesagt, natürlich übel, wie gerade Bubble gezündet und trotzdem noch den Crit reinbekommen. Tja, 1-0 für Bebo, für den Krieger, Leute. Hättet ihr das vermutet, dass wir hier einen Krieger und einen Retri-Paladin im Finale, Leute? Hättet ihr das vermutet? Ich nicht. Der ruchlose Paladin. Dachte immer, Krieger ist der schlechte Mann versus One, sieht hier aber gar nicht so schlecht aus. Ja, ohne Scheiß, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Echt ein bisschen unlucky, das stimmt. Okay, go. Dann, bitte, ja, vielleicht das entscheidende Duell vom heutigen Deine Gifte Turnier. laufen bald aus. Danke, falls Bescheid. Scheiß Gipfel drauf machen. So, also Finale, Leute. Paladin wurde hier wieder entwaffnet. Bebo ist in Basic Stance, bekommt hier den Stun rein und gleich ist die Entwaffnung weg. Jetzt kann der Paladin wieder Damage machen, bekommt hier den Slow an der Stelle. Bebo auf 50% HP, Xor'Ka denn etwas höher. Bebo macht hier den Intercept into Bob vom Paladin, der hinterher rennt gerade und einfach nur. Oh, jetzt hielt er sich, okay. Jetzt könnte Bebo Verband usen, ja, macht er auch. Wird aber direkt von der Granate unterbrochen an der Stelle. Und Bebo macht hier nochmal relativ viel Damage. Okay. Und es wird nochmal knapp. Wer kann hier den Crit landen? Und ja, Leute. Bebo holt sich tatsächlich den Win an der Stelle. Unglaublich. Ein Krieger hat das erste Patchwork-Duell-Turnier gewonnen an der Stelle. Unglaublich. Wer hätte das vermutet, Leute, dass ein Krieger das Duellturnier gewinnt? Bei dem Setup drei Schurken, unter anderem meine Wenigkeit. Zwei Warlocks waren dabei, ein Magier und ein Retri-Paladin. Und ein Krieger holt sich hier an der Stelle den Win. Wer hätte das gedacht, Leute? Wer hätte das gedacht? Dann bitte mal, die Gewinner vor mir aufstellen. Jetzt kommt nämlich noch die
Siegerehrung. Die Siegerehrung vor allem. Eieieiei. So, wo ist Xorkaden bitte hier noch? Okay, also wie gesagt. Jo, Bebo, moin moin. Geil, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Hast du Bock noch kurz ins Discord reinzukommen? Also wenn die beiden Finalisten, Bebo und Xorkaden, Bock haben, ins PvP Patchwork Discord reinkommen wollen. Warte, ich mache hier nochmal einen Channel auf. Könnt ihr gerne nochmal reinkommen. Ich mute mich gerade mal. Xorkaden, hörst du mich? Moin, grüß dich. Wie geht es dir? Ja, er hätte sich jetzt auch nicht unbedingt vorgestellt, dass er hier mit dem Paladin so weit kommt. Aber kannst du nochmal sagen, du bist quasi jetzt quasi gar nicht gegen Magier und so weiter angetreten, ne? Ja, das war Glück. Wobei natürlich Firemage ist auch ein Feuermagier. Das wäre, glaube ich, nicht so schwierig gewesen. Aber ja, gegen die Hexer wäre das auf jeden Fall eine harte Nuss geworden. So, und die Schurken, die haben mich auch überrascht, dass sie auch so gut reingehauen haben. Kennt man eher weniger. Ja. Ja. So. Ja, was denkst du denn, gegen welche Klasse hättest du deutlichere Probleme noch bekommen? Wäre da noch irgendwie Hunter oder was? Oder vielleicht? Frostmagier, Hexer, das ist eigentlich so das Schlimmste. Hunter geht eigentlich sogar noch. Ja. Priester hätte auch schlimm werden können. Priester hätte schlimm sein können, ja, okay. Okay, gut, dann würde ich sagen, überreiche ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal deine. Nee, Moment, wir fangen erstmal mit Bargosch an. Sorry, so, erstmal kurz hier Bargosch. So, dritter Platz an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, Bargosch. Und du bekommst quasi jetzt hier deine. Um, 24 Gold für den dritten Platz. Jo, Bargosch, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Grüße. Und, moin, bist du Bebo? Jo. Ah, okay. Hab's auch mal geschafft. Hallo. Ja, ich hatte genauso Glück. Es war einfach nur Glück, hier an den Mages und Hexern vorbei zu dodgen. Ach, hast du auch gegen die gedodged, ja? Oh Mann. Ja, den einen Hexer ohne Splitter und dann bin ich am Mage vorbeigekommen. Aber ich denke, ein Firemage wäre machbar gewesen. Ja, ja. Ja, gut, das mit den Splittern, ne? Wäre halt irgendwie schon cool gewesen. Ja, ich hätte ihm gerne auch lieber eingelassen. Das ja, ich weiß schon, man will dann auch lieber eigentlich so ein ausgeglichenes Duell haben, ne? Anstatt den Win. So, aber es, ja. Ist auch scheißegal. Mein Gott, war es for fun heute und ich fand es echt cool, ohne Kack. Ja, war eine lustige Nummer. Aber jetzt nochmal dein Finale gegen den Retri. Wie geht man da so rein in das? Denkt man so, man schafft das easy oder denkt. Also Retri ist einfach 50-50, muss man sagen. Retri gegen Krieger ist eigentlich relativ häufig 50-50, finde ich zumindest. Ja. Aber das war beim ersten Duell natürlich Schwerterprock und Hotchprock in einem, da hat er nicht mal mehr babbeln können, da habe ich ihn geglobelt. Und ja, dann das fand ich im auch krass. Zweiten Duell habe ich zweimal Lucky geparried und ihn dann halt noch exekuten können. Ja, also, aber genau den Eindruck hatte ich auch, so 50-50 irgendwie, dass man gar nicht sagen könnte, irgendwie so, ey, wer gewinnt jetzt irgendwie so. Weil ja beide Klassen auch eigentlich darauf angewiesen sind, halt wirklich auch die ganze Zeit am Gegner dran zu sein. So, ne? Und das heißt, beide können eigentlich auch irgendwie die ganze Zeit Schaden machen. Ne? Beim ersten Mal war es einfach nur Lucky, wie gesagt. Das war der Schwerterbrock, Hotchbrock und ein Auto-Attack-Crit. Da ging nichts mehr. Ja, ja. Ja, geil. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Mitmachen. Und ich will es auf jeden Fall so machen, das finde ich eine ganz gute Idee, die hatte ich halt vorhin, dass halt die drei, die quasi immer die ersten drei Plätze hier belegt haben, ne, haben quasi, wenn sie möchten, immer einen Spot sicher am nächsten Turnier. Ne? Muss man natürlich gucken, ob ihr dann könnt und so weiter, aber will ich ja nur schon mal sagen, wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall dann euren Titel verteidigen, so eine Art, wenn ihr wollt, ja. Na, dann probieren wir das doch mal aus nächstes Mal. Ja. Wahrscheinlich dann mit 20 Mages. Ach so. Das wird das. Ja. Na gut, das weiß ich jetzt nicht, wer da noch so kommen wird. Gucken wir mal. Auf jeden Fall gebe ich jetzt Xorkaden hier schon mal seine 36 Gold. So. Bitte. Und nochmal gratuliere und vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Danke. So, und dann, Debo, haben wir natürlich hier noch dich, ne? Danke. Wie gesagt, halt echt krass. Ne? Normalerweise hättest du quasi 60 Gold bekommen. Wir haben aber gesagt, um es nochmal ein bisschen interessanter zu machen, hat Buddy hier gesagt, Jägerkollege von mir, nee, ich gebe nochmal 50 Gold und deswegen sind wir hier bei 100. Sind die Umspeckkosten wieder drin? Habe ich nur 5 miese gemacht. Alles Genau, also wie gesagt, ne Leute, auch jetzt hier, das finde ich auch immer das Coole, wenn man es auf Twitch macht, kann man es eben auch live, transparent hier auszahlen direkt, ne? Seht das komplette Gold, das haben 8 Leute mitgemacht,
120 Gold plus die 50 Gold wurden auch wieder ausgezahlt jetzt heute. Ich würde gerne nochmal gegen Platz 3 spielen, wenn okay. Wir haben nämlich nicht gegeneinander spielen dürfen bisher. Ah, okay, ja klar. Könnt ihr gerne nochmal machen jetzt. Genau. Ich will auch nochmal eine Revanche haben hier. Ja klar, Leute, ne, wer jetzt gerade noch hier ist, kann natürlich auch jetzt gerne Duelle hier machen. Ohne Kack, das ist halt irgendwie auch unter anderem der Sinn von dieser ganzen Geschichte, weil ich auch einfach finde, dass die Duell-Community auf Patchwork so ein bisschen schwach ist gerade. Von daher, macht gerne Duelle. Fordert andere Leute hier raus und ich mache auch gleich noch eins gegen Buddy. Am Moment muss ich noch kurz abmoderieren und vielen Dank an jeden, der heute zugeschaut hat. Fand es mega cooles Event irgendwie, auch relativ spontan und relativ gerade alles noch so hinbekommen, aber ich bin froh, dass wir 8 Leute hatten und dann danke an die beiden Leute, die hier gerade auch im Voice noch waren. Danke an euch und sehen wir uns dann vielleicht im nächsten Turnier dann wieder, ja? Gerne wieder, ja. Danke dir. Jo, tschüssi. Ciao. Ciao. So, dann sind wir jetzt auch hier draußen aus dem Discord. Ja, danke auf jeden Fall an jeden, der heute hier bei dem Turnier dabei war. Auch die gerade hier auf YouTube zugeschaut haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich finde es einfach, letztendlich WoW Classic wird durch solche Dinge ausgemacht. Ne? So durch Community-Events und so weiter. Und ich habe das schon so lange geplant, sowas in der Richtung zu machen. Habe es aber einfach, weil man irgendwie dann andere Dinge erstmal machen wollte, irgendwie nie geschafft und bin echt froh, dass wir es heute hier quasi hinbekommen haben. So, und wenn ihr auf Patchwork spielt, Leute, und auch mitmachen wollt beim Duellturnier nächste Woche auf Ali Seite, kommt gerne auf den Discord, wird gerade noch mal in den Twitch-Chat reingeballert. Kommt drauf und meldet euch an. Ich werde die Anmeldung gleich freischalten. Das werde ich jetzt hier gleich nochmal machen. Also so ungefähr in einer Viertelstunde könnt ihr euch dann da anmelden. Quasi kommt auf das Discord drauf, ist quasi ein öffentlicher Discord für alle PvP-interessierten Leute auf Patchwork. Da wird das Bracket PvP-Ranking geplant im Bereich, aber im Community-Bereich, wie gesagt, wird eben das Duellturnier veranstaltet und da könnt ihr euch quasi anmelden. Und es gibt auch einen Bereich, der nennt sich Duelle, da könnt ihr euch zu Duellen mit anderen Leuten verabreden, ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dadurch die Duellszene hier so ein bisschen belebt wird auf Patchwork, weil es doch etwas slow ist so. Und genau, Leute, das war das Turnier. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das nächste Duellturnier wird, könnt ihr euch schon mal merken, am 11.2., ja, am 11. Februar stattfinden, quasi ein Tag vor, oder anderthalb Tage vor BWL-Release ungefähr. Dienstagabend ist es, da sollten auch einige dann noch PvP gespeckt sein und ja.